Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um dieses kleine Zubehörteil für mein iPhone bzw. iPad gehen, das ich gerade in Kombination mit der neuen DJI Mavic Mini sehr schätzen gelernt habe. Und zwar, ihr seht es hier selbst, handelt es sich um ein SD- bzw. Micro-SD-Kartenlesegerät auf Lightning, sprich kompatibel mit jedem iPhone, iPad, das über die normalen Lightning-Anschlüsse verfügt. Das iPad Pro zum Beispiel hat USB-C, da gibt es dann entsprechend andere passende Lesegeräte. Ich habe aber hier das normale iPhone, das normale iPad, daher hier dieses kleine Teil. Ich glaube, das hat mich ungefähr 14,99 € gekostet oder sowas um den Dreh. Wird bei Amazon explizit damit beworben, dass es problemfrei auch mit dem neuesten iOS 13 zusammen funktioniert. Und ich habe das im Vorfeld natürlich ausprobiert und das klappt einwandfrei. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum überhaupt? Und ich möchte euch das gerne zeigen bzw. in einem kleinen Feldversuch gemeinsam mit euch ausprobieren. Es ist so, dass wenn ich mit der Drohne fliegen war, dann liegen natürlich viele Dateien, teilweise wenn ich länger gefilmt habe, mit einer richtig großen Dateigröße auf der SD-Karte der Drohne. Wenn ich jetzt nach Hause komme, mein MacBook steht da, dann nehme ich natürlich die SD-Karte hinten raus, packe die in hier so ein SD-Kartenlesegerät, das ist jetzt meines, das nutze ich für alle meine YouTube-Projekte von SanDisk auf USB-C, hier mit so einem kleinen einen Adapter von SD auf MicroSD und kopiere dann in einer richtig guten Geschwindigkeit die Dateien auf mein MacBook. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht immer mit MacBook unterwegs bin, manchmal auch nur mit meinem iPad oder nur mit meinem Smartphone, Beispiel Urlaub. Und wenn ich jetzt einfach diese Datei schnell auf mein Smartphone runterkopieren will, um das mit Freunden zu teilen, bei YouTube hochzuladen etc., dann dauert das einfach extrem lange, wenn ich das über die Funkverbindung der Fernbedienung zur Drohne in die SD-Karte rein in meine App erledige und geht extrem viel schneller, wenn ich die Karte einfach rausnehme, pack die hier in mein, da ist es, Lesegerät rein, direkt ans iPad oder iPhone unten dran, reinkopieren und dann sind die Daten einfach deutlich, deutlich schneller auf meinem Smartphone. Und in diesem Video möchte ich gerne gemeinsam mit euch ausprobieren, wie viel schneller das ist. Ich habe jetzt hier einfach zum Testen mal einen 3 Minuten langen Clip aufgenommen, hier einfach gerade mit der Drohne in meinem Studio, ohne zu fliegen, die stand einfach vor mir. In der Praxis, wenn man wirklich fliegt, ist das in der Regel deutlich länger. Ich habe hier teilweise Files drauf gehabt, die sind hier 8 Minuten lang, 5 Minuten lang. Die habe ich zum Test aber schon mal runtergeladen, deswegen kann ich das für euch nicht nochmal simulieren. Daher nehmen wir hier einfach mal diese 3 Minuten lange Datei. Die ist in meinem Fall, wenn man hier draufklickt, sieht man es auch, 863 MB groß. Da kann man noch mal ungefähr so ein Gefühl bekommen. 3 Minuten 1 mit 863,98 MB. Wenn man jetzt mal, ich sag mal, deutlich länger filmt, auch mal 10 Minuten, und das ist ja gar nichts, wenn die Drohne in der Luft ist, weil die Batterielaufzeit ist ja richtig gut, dann komme ich teilweise in die Gigabyte-Bereiche rein und dann dauert es natürlich noch extrem viel länger. Hier ist meine Stoppuhr. Ich habe die Datei jetzt mal ausgewählt und klicke hier mal auf Download und lasse parallel einfach die Stoppuhr mitlaufen. Bevor ich das tue, zeige ich euch noch ganz kurz, welche SD-Karte ich drin habe, weil ich weiß nicht, ob das auch einen Unterschied macht. Ich halte mich hier an die Vorgabe von DJI. Hier seht ihr die jetzt hoffentlich. Da wahrscheinlich schlecht. Das ist die empfohlene SanDisk-Karte. Das ist jetzt nur die 32-Gig-Variante. Ich glaube, ich habe 64 GB aber in der Drohne drin. Damit bin ich sehr zufrieden und DJI hat die eben auch freigegeben bzw. verkauft die auch im Paket mit. In der Praxis, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer diesen Range-Extender drauf. Nicht, weil ich weiter wegfliege, als ich darf, ganz im Gegenteil, sondern nur, um einfach die beste Stabilität zur Drohne zu haben, wenn ich irgendwelche Störsignale habe. Den lasse ich jetzt für diesen Test mal ab. Hab aber vor, den euch in einem anderen Video nochmal im Detail vorzustellen. So, ich klicke jetzt hier mal auf Download, dann starte das und parallel hier auf meine Stoppuhr Download Start. Und ich würde sagen, ihr hört jetzt ein bisschen Musik und ich lasse das mal bis zu Ende laufen und dann schauen wir mal, wie lange es tatsächlich dauert, bis die gesamte Datei hier rüberkommt. Ihr seht es hier gerade, das lädt jetzt mit 1,76 MB pro Sekunde. Das ist wirklich relativ langsam, das liegt eben an der Funkverbindung. Und wenn ich die Drohne drehe, hier mal so seitlich, dann seht ihr, dass das teilweise jetzt nochmal einbricht. Also der beste Empfang ist, wenn die Drohne wirklich frontal davor steht, habe ich festgestellt. Rückwärts können wir es auch nochmal ausprobieren. Ja, jetzt bin ich hier auf 1,76, 1,85, also rückwärts, vorwärts macht kaum was aus. Aber ich lasse die Position jetzt einfach mal still stehen und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Thank you.
Das waren jetzt für mich sehr, sehr lange 9 Minuten und 1 Sekunde für einen Clip, der gerade mal 3 Minuten und 1 Sekunde lang ist. Ich zeige euch das mal. Die Videoeinstellungen waren auf 2,7K mit 30 Frames in der Sekunde, also maximale Auflösung, so wie ich in der Regel auch immer filme. Und das hat mich jetzt 9 Minuten gekostet. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr fliegt so 20 Minuten und wollt das runterkopieren. Dann multipliziert ihr das mal mit der Zeit. Dann ja, könnt ihr das Ding irgendwie, könnt ihr mehrere Kaffee trinken gehen in der Zeit, wo die Dateien runtergeladen werden. Also für mich persönlich ein absolutes No-Go. Ich habe jetzt gerade festgestellt, und darauf beziehen sich die 9 Minuten, dass der Übertragungsstandard zwischen Drohne und Fernbedienung manuell auf 2,4 GHz eingestellt war. Und zwar noch durch mein letztes Video, in dem ich die App erklärt habe. Jetzt sind 2,4 GHz für die Distanz der Drohne, um sie zu steuern, wenn sie weiter weg ist, sehr, sehr gut. Allerdings ist es so, dass für die Bandbreite und dies für den Download dieses Bildmaterials überhaupt gar nicht optimal ist. Das heißt, die Bandbreite ist mit 5 GHz deutlich, deutlich besser. Das heißt, wir werden jetzt hier mal auf Auto umstellen. Dann wird die App gleich automatisch in das 5 GHz Band wechseln. Das ist sogar ganz gut. Dann sehen wir nämlich mal den Vergleich zwischen 2,4 GHz Download und 5 GHz Download. Das interessiert mich auch mal wirklich. Für euch geht es ja schnell. Ich muss jetzt hier nochmal irgendwie 10 Minuten sitzen. Aber wir schauen mal, das blinkt gerade. Gleich sind die wieder verbunden. Ich bin mal sehr gespannt. Eigentlich dürfte sich die Fernbedienung dann auf den besagten 5 GHz automatisch verbunden haben. Jetzt schauen wir mal. Jetzt ist es wieder verbunden. Alles wieder da. Genau, jetzt bin ich im 5 GHz Band. Sieht man auch hier oben 5,8 GHz. Und den Kanal 149, der wurde ausgewählt. Also, ich gehe jetzt nochmal hin und nehme jetzt nochmal 3 Minuten Video auf. Also neues Video. Und dann laden wir das gleich gemeinsam runter. Und ich bin sehr gespannt, ob das so viel schneller geht mit 5,8 GHz. So, los geht's. Jetzt warten wir erstmal 3 Minuten, beziehungsweise ich, für euch geht's schneller. Okay, die Drohne wurde jetzt relativ warm nach der Aufnahme, weil sie nicht vor Wind gekühlt wurde. Ich habe jetzt mal einen neuen Akku reingepackt und sie einmal neu gestartet, damit der Akku eben ein bisschen kühler ist. Ich habe sogar geschafft, wieder genau 3 Minuten und 1 Sekunde aufzunehmen. Lösche jetzt hier am iPad mal den Timer. Wir sind immer noch auf 5,8 GHz und ich klicke hier jetzt auf Download und auf Start und bin mal sehr gespannt. Also die Übertragungsrate ist jetzt hier ein gutes MB pro Sekunde schneller. Also das wird auf jeden Fall schneller gehen als eben mit den 2,4 GHz. Aber auch das wird eine gefühlte Ewigkeit dauern. Und ich bin gleich mal sehr, sehr gespannt, um wie viel schneller es tatsächlich mit dem SD-Kartenlesegerät aufs iPhone aussieht. Also ihr hört jetzt wieder Musik und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, das war jetzt schon eine ganze Ecke schneller. Also da sieht man mal, wie viel Unterschied doch zwischen 2,4 und 5,8 GHz liegt. Wir sind jetzt von 9 Minuten eine Sekunde auf ja ungefähr 6 Minuten runter. Das heißt, 3 Minuten circa Unterschied, also ein bisschen mehr als 3 Minuten Unterschied. Das ist ja schon mal ganz okay. Aber im Kopf behalten, wir haben hier einen 3 Minuten langen Clip runtergeladen. Das hat mich jetzt hier fast 6 Minuten gekostet. Wenn ich das jetzt wieder hochmultipliziere, bei der Rechnung waren wir eben schon. Okay. Ich schalte jetzt erstmal die Drohne aus. Einfach hier unten einmal kurz, einmal lang drauf. So, dann schalten wir die Fernbedienung aus. Einmal kurz, einmal lang. Smartphone raus. Und dann holen wir uns die SD-Karte hier hinten mal raus. Weil jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie viel schneller das tatsächlich durch dieses SD-Kartenlesegerät hier ist. Also wir müssen jetzt die 5 Minuten 55 deutlich unterbieten, damit sich der Invest, also die 14,99 Euro oder was das jetzt hier gekostet hat, auch rechtfertigt. So, ich zoome jetzt hier mal ein bisschen dichter dran, damit ihr das besser sehen könnt. So. Hier ist das Smartphone. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, diese Dateien herunterzuladen. Ich stecke jetzt erstmal das Lesegerät ein und jetzt gehen wir hier, also erstmal, man sieht erst einmal, ne, im ersten Moment, dass nichts passiert. So, dann gehen wir aber in die Fotos-App und jetzt habe ich die Möglichkeit, also hier sind jetzt so ein paar Testdinge, die ich eben schon mal runtergeladen habe, die beiden Clips, die wir auch eben geladen haben. Jetzt sieht man hier unten, habe ich die Möglichkeit des Importierens. Wenn ich das Lesegerät
Gerät rausziehe, dann steht das nicht mehr hier. Dann steht hier einfach nur noch Suchen. Sobald ich das Lesegerät einstecke, wird hier unten oder taucht hier unten Importieren auf. Wenn ich hier draufklicke, habe ich die Möglichkeit, die gesamten Clips auszuwählen und herunterzuladen. Jetzt ist es aber so, und das seht ihr gerade selbst, hier wird kein Vorschaubild angezeigt. Das heißt, mir macht es das extrem schwer, das richtige Video zum Download herauszufinden. Daher nutze ich diesen Weg persönlich nicht und ich mache das Ganze über die Dateien-App. Und zwar sieht man jetzt hier, wenn man in der Dateien-App drin ist, ja, dann wird das USB-Gerät oder das Lightning SD-Kartenlesegerät mit Untitled angezeigt. Ich kann dann in die Ordnerstruktur rein, hier DCIM 100 Media und jetzt sind hier die ganzen Videos, die ich aufgenommen habe. Und das hier unten ist das, was wir jetzt zuletzt aufgenommen haben. Hier sieht man es auch. Wenn man es abspielt über dieses Gerät von der SD-Karte, ruckelt es so ein kleines bisschen. Das sei vielleicht noch erwähnt. Aber das ist ja auch irrelevant, weil ich möchte ja hingehen und möchte jetzt diesen Clip einmal, hier sind die 3 Minuten 1, da sieht man es auch, einmal nehmen und im Grunde über diesen Weg auf mein Smartphone in die Fotos-App importieren. Dann klickt man einfach hier unten auf den kleinen Pfeil und hat jetzt die Möglichkeit, entweder in Dateien sichern, dann speichere ich es irgendwo direkt auf meinem Smartphone in einem Ordner oder auch auf iCloud, wenn ich das möchte. Oder aber ich sage Video sichern und wenn ich das mache, dann wird im Grunde, also man sieht, es passiert, müssen wir jetzt hier starten, sorry, so ein paar Sekunden müssen wir dazu rechnen gleich. Man sieht jetzt nichts, aber wenn ich zurück in meine App gehe, dann habe ich hier unter den Alben, sehe ich jetzt hier, ist ein schwarzes Video hier unten. Und sobald der Import abgeschlossen ist, wird das schwarz, zeigt dann das Vorschaubild an. Das heißt, wir müssen jetzt hier kurz warten, bis mir das tatsächlich angezeigt wird. Also es ist nicht ganz so schön von der Usability, weil ich im Grunde ja keinen Fortschrittsbalken oder sowas in der Richtung sehe. Aber wenn das jetzt deutlich, deutlich schneller geht, dann habe ich trotz allem natürlich massiv viel gewonnen. Wir lassen das hier mal zu Ende laufen und dann sehen wir es gleich. Ja, da hätte ich gar nicht stoppen müssen. Also wir sind jetzt hier bei 43 Sekunden. Sagen wir einfach mal, weil ich ein bisschen zu spät draufgeklickt habe, wir sind bei 50 Sekunden, von mir aus auch einer Minute. Und die Datei, die ich eben aufgenommen habe, ist jetzt hier über dieses SD-Karten-Lesegerät einmal runtergebrochen worden. Das heißt, wir sind am Anfang bei 9 Minuten gewesen, sind, ich glaube, am Ende waren wir jetzt bei 6 Minuten. Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf, also von 9 mit 2,4 GHz, einmal auf 6 Minuten mit 5,8 GHz. Und durch dieses SD-Karten-Lesegerät bin ich jetzt bei, sagen wir mal, 50 Sekunden. Eine Minute. Das ist natürlich eine massive Zeitersparnis und wenn jetzt die Datei noch mal deutlich größer ist, dann holt das natürlich hier noch mal sehr viel mehr Geschwindigkeit raus. Das heißt, mir sind es die 14,99 Euro auf jeden Fall wert. Das funktioniert einwandfrei. Habe ich jetzt schon mehrfach ausprobiert. Kann ich euch also wirklich empfehlen. Für all diejenigen, die nicht einen halben Tag warten wollen, um die Materialien hier einmal runter zu kopieren, ist das eine tolle Sache. Okay, ich hoffe, das war für euch ein bisschen interessant. Lasst mir gerne mal euer Feedback, eure Erfahrungen da. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!